Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 4 Thief's End auf Pelzig. Jetzt sind wir hier in der Burg Arkummer und es schneit schon. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was kommt. Das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Ja, aber erstmal umgucke. Lass mal einen Schatz versäumen. Sie haben einen neuen Suchen wir das Tagebucheintrag. Grab. Hey Nathan, sieh mal. Bei dem sind Gleich. zwei Entermesser. Aha, jetzt sind wir auch wieder dabei. Sehr schön. Hier nehmen wir noch was. Ich will mir natürlich auch die anderen Einträge angucken. Von Anfang an am besten. Wie bei So. der Schriftrolle vom Kreuz. Up, up, up. Jedes große Werk muss irgendwo beginnen. Doch wahren Ruhm erlangt nur, wer bis zu seinem Ende durchhält. Also, nützliche italienische Sätze. Mein Name ist Midiamo. Ich verstehe nicht, non capisco. Bitte sprechen Sie langsam. Puo parlare più. Lentamente, per favore. Sprechen Sie Englisch. Parla inglese. Haben Sie einen Freund? Hai un fidanzato. Mein Bruder ist ein Idiot. Mio fratello è un idiota. So gut. Deswegen lohnt sich das immer von Anfang an zu lesen. Eine Krähe pickt einer anderen Krähe kein Auge aus, Diebesehre. Oben Sullivans Kontakthotel, die Fiorentino, unten seinem Aussichtspunkt gelangen. Zweitens Sully treffen, weiter zum durchgestrichen Lager, durchgestrichen Maschinenraum. Sully beim Autotreffen von der D-Ross aus Fenster werfen lassen, Schießerei im Ballsaal. Mit Kreuz wegfahren, verdammt schnell, durchgestrichen Ravioli mit Hummer durchgestrichen. Ibuprofen zum Abendessen. Ich glaube, ich werde zu alt dafür, Junge. Sau gut. Rafe Adler, Spross einer Kaufhauskette. Willst du was Cooles sehen? Wir sind auf dem Weg nach New York zu einer Auktionärsversammlung. Aber Adler hat kein Interesse daran, über Geschäfte zu reden. Stattdessen zeigt er mir seinen letzten Fund. Ein fabelhaftes, mit Edelsteinen besetztes Ei. Ein Unikat, sagt er. Ich muss rausgehen und ein paar ernsthafte Grabungen machen. Das ist doch das Beste. Wenn die Hände nicht ein wenig schmutzig werden, macht es keinen Spaß. Schrift auf dem Foto. Sehe ich aber auch so. Oh ja, Papi hat mir dieses Flugzeug gekauft. Unter dem Artikel wird schon schief gehen. Schließlich ist Rafe kein Psychopath mit unbegrenzten Ressourcen. Genau. Shoreline hilft Rebellen im Bürgerkrieg. Die Präsenz von Shoreline in der Hauptstadt bestätigt, was viele bereits vermutet haben. Nadine Ross fährt mit ihrem ambitionierten Ausbau der Ressourcen von Shoreline fort und zieht sich in etliche Konfliktszenarien weltweit hinein. Unter dem Artikel, und Nadine hat schließlich keinen Tritt wie ein Maultier und eine ganze Armee hinter sich. Kacke. Oben, Kathedrale Heiliger Dismas, um 1697 verlassen. Historisches Denkmal, bis Rafe es kaufte und Ausgrabungen startete. 41, und wir waren zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. 42, und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. 43, und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Unten, warum ist Avery vom Heiligen Dismas besessen? Naja, Sünder und so, die sind bei solchen Leuten definitiv beliebt. Henry Averys Grab muss haben. Piratensymbol, gekreuzte Schwerter nach unten zeigend. Daten 1659 bis 99. Keltische Knoten, dafür bin ich zu ungeduldig. Schottischer Grabsteinpfeil, der auf Grabstein zeigt. Okay, und dann haben wir hier die Schlafsäler. Alles klar. Cool. Also, ich mag das hier sowieso immer sehr gern, die Tagebuchdinger, die sind immer sehr schön mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Also da muss ich Hey, echt Naughty schau mal Dog hier. Sache, Jens, Der zählt hervorragend das gemacht. Reh rum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. Das sieht doch vielversprechend aus, oder? Nee, da ist kein Dodekopf drauf. Da ist ein Dodekopf drauf, aber das sind keine. Doch, das sind Schwerter Oh, drauf. schöne Steinmetzarbeit, aber nein. Na, ein Passt Kälteknoten ist nicht. auch drauf. Ja. Okay, Dodekopf mit gekreuzter Knorre, Schwerter, die noch ohne zeigen. Oh, da hat er noch Kälteknote gemalt. Ach, sehr schön. Also künstlerisch begabt ist auf jeden Fall der Nate. Und ja, okay, so in etwa muss es sein. 1659 bis 99. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir es. Dann entweihen wir ein paar Gräber. Los. Das können sie ja am besten. So ein Quatsch.
Okay, das ist 16, Ende 70 bis Nein, 97. das ist nicht das Grab, das wir suchen. Sieht aber Dem trotzdem fehlt das Piratensymbol. sehr cool aus. Also mal wieder Respekt an Naughty Ach, Dog. Sieht Mist. mal wieder Ja. großartig aus alles. Okay, jetzt sind wir aber hier im offensichtlich hier in einem Teil von der Burg angelangt, wo auch bestattet wird, was ich persönlich sehr interessant finde. Kathedrale des heiligen Dismas mit Friedhof hat sie Käse, ne? Das scheint ja wohl. Käse okay, ist wohl dann auch Burg, das war dummes Zeichen von mir. Ist ja wohl dann der Bestattungskathedrale. Und solche Grabkirche gibt es ja seit der Spätantike. Da wurde ja direkt eine Kirche gebaut, um dort zu bestatten im Keller. Also auch das ist kein ungewöhnliches Phänomen. Grabkirche. Da haben wir alles bis auf den Totenkopf acht drauf. Und die Daten stimmen nicht. Okay, wie sieht's hier aus? Nee, da ist auch nicht. Da ist auch ein Dodekopf drauf. Frage mich, ob das alles dann Es ist Pirate der sind. Bibel. Eurer Sünde inne werden, wenn sie euch finden wird. Eine freundliche Erinnerung, dass sie über alle gerichtet wird, was? Wollen wir uns das mal Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. an? Nee, die Nee. Daten stimmen nicht. Die Daten sind falsch. Hier lacht. Drecksäckel. Okay. Clark. So stimmt ach das Datum nicht. Und hier. Ja, das scheint relativ oft vertreten zu sein. Das stimmt auch nicht von der Date her. 1702. Der hier ist gut. Memento mori. Bedenke, dass du sterben musst. Das stimmt wohl. Ja, Memento Mori ist eigentlich auch relativ häufig früher vertreten auf Grabstelle. Ah, der könnte alles haben. Gucken wir mal wegen dem Datum. Ja, die Schwerter passen. Ja, das passt. Und wer ist hier begraben? Sam, Benjamin komm her. Bridgeman. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Ja, der Schädel schaut nämlich nicht Ja, er zur guckt nur zur Seite. Seite. Ja. Aber dann fehlt mal noch Was der ist denn? Ohrring und das Kopftuch, was ein Jolly Roger. Bist du bereit? Ich bin schon lange bereit. Okay. Aber bevor ich Sieh mal Dorona an. watschel, mag ich mich noch hier umgucken. Hier gibt es da bestimmt noch nützliche Sachen, wie zum Beispiel hier Dynamit haben wir noch. Aber was haben wir eigentlich für Waffe gerade noch? Ich habe mal ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Da haben wir. Ah ja, so ein Revolver und hier haben wir, ich glaube, 44er oder 45er Magnum und die Pumpgun haben wir noch. Sehr gut. Okay. Dann mag ich mal kurz nochmal noch runtergucken. Dass wir da noch irgendwas vergessen. Ein Schatz oder so. Und hua. Sicher ist einfach sicher in der Hinsicht. Und. Ich mag ja auch alles erkunden in deine Gebiete. Okay, wow. Das ist aber ganz schön weitläufig hier. Das muss man dem Ganzen echt losser. Vielleicht ganz over? Vielleicht könnte du noch ein Schatz sein. Auf jeden Fall mal dort hier. Vorsichtig, Nate. Du hier Waschler. Zum Glück hält er sich wenigstens noch fest, du Tra. Oh, das war dumm. Das war richtig dumm. Siehst mir kraxeln hier wieder hoch. Glücklicherweise mal nicht in den Tod gestürzt, ausnahmsweise. Ne, da hochkommen wir auch nicht. Das war auch blöd. Dann eben von dort aus nochmal ein Sprungwager. Hochwurstler. Ich könnte mir vorstellen, da oben könnte noch was sein. Aber wie ich dort jetzt hinkomme, sei jetzt auch mal wieder dahingestellt. Das heißt, ich sollte mal wieder hier in der Umgebung gucken, ob ich da noch was finden könnte. Balance, Balance. Halt die Balance. Ich sag das. Okay. Da kommt man nirgendwo wirklich großartig weiter. Dann vielleicht der Unna. Ich sehe es echt kummer, dass ich jetzt zwei Schätze oder so verdummbeitel hier. Es ist schade drum, weil gerade bei Uncharted 4 finde ich die Schätze wirklich mal sehr cool und stimmig gemacht. Nicht so was übertrieben Pompöses mit
smaragdbesetzte Gürtelschnalle aus Platin mit Schnitzerei im Smaragd noch mit drin und so ein Quatsch. Also hier sind die Schätze wenigstens wirklich logisch gemacht. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut an Uncharted 4. Dass einfach so die Details auch wirklich stimmen. Und bisher konnte ich hier wirklich nur auf ganz hohem Niveau meckern. Also wirklich arge Kritikpunkte oder so hätte ich eigentlich nicht. Weil es ist in der Reihe mal wieder stimmig, was hier passiert. Und alles schön gemacht. Also bisher habe ich wirklich nichts zum Meckern gefunden. Okay, dann gucken wir nochmal. Ne, hier würde ich wahrscheinlich runterrutschen irgendwo, oder? Na egal, gucken wir uns hier einmal um. Hier scheint man nämlich auch runtergehen zu können. Okay. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, wo ich gerade rumwurschtel. Aber, es gehört auf jeden Fall zum Gebiet mit dazu. Okay. Okay, ist skurril. Echt skurril. Aber ich finde jetzt hier auch keine Schätze, um ehrlich zu sein. War ich jetzt die ganze Zeit dort irgendwo in der Gegend rumwurschtel und nichts finde? Die Sache könnte ich genauso gut auch durch ins Grab runtergehen. Schade, wenn ich jetzt hier was übersehe habe. Und höchstwahrscheinlich habe ich was übersehe. Da könnte ich drauf wetten. Aber wir müssen auch in der Story weiter. Sehen, was wir hier haben. Jo, gucken wir doch mal, was wir hier hin. Bin mir sicher, irgend so tolle Krypta. An. Ob er da wirklich bestattet ist oder ob du wirklich auch nur. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Ja. Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Könnte man sich vorstellen, dass man die Gruft ursprünglich gehabt hat. Ah, da ist ein Schatz. Und dass man das erst später gemacht hat. Ein alter Mönch geschrieben. Okay. Lesen wir nochmal. Endlich Trophäe erhalten, Notiz nehmen in Kupfer. Endlich ein Wunder und das am Feiertag unseres heiligen Dismas. Wochen nachdem wir erfahren hatten, dass die Krone plant, unsere Kathedrale zu zerstören und unsere Lande zurückzufordern, kam ein Fremder in unsere Mitte, während ich und meine Novize unser Morgengebet sprachen. Ein erschreckender Anblick, kieselfarbene Augen und ein dichter, ungepflegter Bart. Er trug die Kleidung eines Schiffskapitäns und besaß ein prachtvolles Schwert sowie einen großen Lederbeutel. Wir luden ihn ein, sich zu uns zu gesellen, und er nahm die Einladung dankbar an. Während dem Essen erzählte der Fremde eine traurige Geschichte über eine Seeschlacht und seinen Wunsch, seine Kameraden auf heiligen Boden zu begraben. Dabei bekannte er eine Art Verwandtschaft mit unserem heiligen Dismas. Und daher teilten wir unsere eigenen leidvolle Geschichte mit ihm. Die Ländereien verwahrlost, kein Geld von der Krone und die Kathedrale bis auf uns zwei verlassen. Er nickte wissend, bevor er eine Menge Goldmünzen aus seiner Tasche zog, wie ich sie vorher noch nie gesehen hatte. Der Fremde bot uns Gold im Austausch gegen unser Land und all die Bauten an, die sich auf ihm befanden. Obwohl meine Überzeugungen mit meinen Verlangen im Konflikt lagen, spürte ich, dass eine Ablehnung töricht wäre. Mit dieser Menge Gold könnten wir anderswo gewiss mehr Gutes tun als hier an dieser verlassenen Küste. Was den Fremden angeht, möge diese Lande seinen Vorhaben gute Dienste leisten, wie auch immer diese aussehen. Okay, ja krass, da scheint er ja wohl wirklich hier was gekauft zu haben und das genutzt zu haben. Nicht schlecht, Mann, nicht schlecht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehe ich auch so. Gut, perfekt, haben wir Notiz gefunden. Kein Schatz zwar, aber Notiz. Das bringt wieder ein klein bisschen mehr Licht in die dunkle Geschichte, was mit dem Avery wohl passiert ist. Er scheint ja wohl hier das Land gekauft zu haben mit seinem... Oder mit einem Teil von seinem Schatz. Ja. Besser als es zu versaufen, denke ich. Okay, wobei es auch ewig dauert, um Gold zu versaufen in der Zeit. Das sind ja meistens die kleinere Münze, die man auf Bier und so verprasse kann. Da sind sie ja alle. Ja? Alle Jesuiten. Ich weiß nicht, was ist der Plural von Jesus? Alle Jesusse? Alle Jesüße? Alle Jesusen? Okay, jetzt haben wir hier was. Ah, Münze haben wir gefunden. Ein schottischer Haarpenny. Sehr cool. Sehr, sehr cool, ja. Elfenbein, Totenkopf, Schnitzerei. Okay, wir haben tatsächlich nichts verpasst. Interessant, dass in dem Spielpark dort oben auf dem Friedhof nichts zu finden war an Schatz. Bin ich wohl umsonst rumgeturnt. Na egal. Umsonst ist nichts. Landschaft genieße ist auch immer wunderschön.
Okay, wenn ich das richtig mache, das Rätsel, dann kann ich wahrscheinlich auch hier die der aufmachen. Ist das ja eine Tür? Sieht wie eine Tür aus. Ich weiß aber nicht, wie man sie öffnet. Naja, das kriegen wir hier. Sternsymbole? Das kriegen wir schon hier, Sam. Dann müssen wir hier vorne was rumwurschteln. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Auf einer Seite ist der Dismas. Jesus ist in der Mitte. Dismas muss, glaube ich, zu seiner rechten Seite. Das dürfte der Kerl hier sein. Und das andere ist der, der Jesus nur auslacht. Jesus, Dismas zur Linken. Ach, Dismas zur Linke, okay. Andersrum. Böser Dieb. Sie haben einen neuen Tagebucheintrag. Jetzt haben wir aber noch ein optionales Gespräch mit Sam. Schade, dass man sieht, wie er was reinmalt. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Scheint so, ja. Okay. Machen wir nochmal rein. Von links nach rechts, oben nach unten. Wir empfangen unsere Taten, was unsere Taten wert sind. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Cool, ich hänge hier nur so rum. Viel Spaß, Leute. Dismas, guter Dieb. Jesus ist Jesus und Gestas ist der böse Dieb. Jerk Thief. Der Dappschädel-Dieb. Sehr cool. Okay, Dismas zur Linken. Das ist der Gesell und der andere, das ist der Dappschädel. Na gut. Okay, ich hätte gedacht, Dismas wäre zur Rechter. Na gut. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wie wir das Rätsel hier lösen könnten. Oder müssen wir das Rätsel an die Kreuze lösen? Können wir zum heiligen Schlag mich tot hochgehen, oder? Zum Jesus können wir nicht und zum heiligen Bimbam können wir auch nicht hochgehen. Ja, Sam, hast du eine Idee? Mir fehlt gerade Annie, um ehrlich zu sein. Der heilige Bimbam erleucht mich auch gerade nicht. Ah, da hinten. Okay, da haben wir was. Hey, Smokey. Ich brauch mal dein Feuerzeug. Ich wollte gerade sagen, Raucher, komm mal her. Smokey. Jetzt meine Gefühle. So sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Uiuiuiui, geil. Ja, geiler Scheiß, was die immer früher. Was die früher immer für geile Feuerspiele gemacht haben. Das habe ich mir auch bei Uncharted 2 und 3 gedacht. Okay, Jesus. Wollen wir doch mal sehen. Richten wir doch mal Jesus aus. Ich kann die Lichter ausrichten. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. Moment, Jesus kann ich so und so ausrichten. Das bringt uns aber nichts. Jesus kann nicht so und so ausrichten. Bringt uns auch nichts von der Größe her. Nee. Ich gucke gerade mal beim Dismas, wie es bei dem aussieht. Dismas sieht eher aus, als könnte ich denn in... ja. Das und das kann ich verwenden. Ich kann aber das und das nicht benutzen. Und das ist 8 so weit. Das heißt, der Dismas muss... Ah, okay, so kann ich es auch noch rumwascheln. Na gut. Dismas ist erledigt. Jetzt gucken wir mal, ob wir Jesus nicht auch irgendwie ausrichten können. Jesus. Okay. Jesus eventuell so. Nee, so bringt uns das auch nicht weiter. Und denn eventuell. Nee. Na, Jesus ist schwierig. Jesus ist wirklich schwierig. Okay, dann probieren wir jetzt nochmal der unheilige Bimbam aus. Der müsste dort hier kommen, oder? Der unheilige Bimbam, der böse Dieb. So, gerade ein bisschen rumdrehen, rumwaschler. Komm schon. Oder so rum. So rum könnte es ach sein. Was ist jetzt da rumgepfriemel? Und so rum geht's leider auch nicht. Ich glaube, das ist falsch. Ja, ich glaub's auch. Gucken gerade mal, wie es bei Jesus aussieht. Jesus so und so. Nee. Jesus ginge eventuell auch noch so und so, oder? Ginge Jesus noch? Nee. Jesus geht so nicht. Ach, unser Problem, Messias. Verdammt nochmal. Das ist es nicht.
Nee, das ist es wirklich nicht. Vielleicht, wenn wir das ganz rumdrehen, dann könnte das Gefrickel hier passen. Fast, fast, fast. Bisschen Gefrickel noch. Ja, komm schon. Komm schon, komm schon. Put, 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 put. So. Nee, das Rumgefrickel will auch nicht. Das ist Millimeterarbeit, glaube ich, oder? Du musst bestimmt Lichter zusammen auf einen Stern ausrichten. Ja. Ja, aber ich krieg bisher nur E-Konstellation gebacken. Das ist nicht so gut. Frickelarbeit. Absolut die Frickelarbeit. Mist. Das Ich glaube, kriege das ist es nicht. ich. Ja, mach Sache, Sam. Du kannst ja gerne selber mitmachen. Wie sieht es denn da aus? Da. Echt was? Das ist es nicht. Wir probieren es jetzt einfach mal so aus. Gucken mal, ob wir da irgendwas gewurschtelt kriegen. Nee. Wenn wir da aber Dendo dazu packen. Ja, also wir bräuchten Dendo. Wir müssten dann noch overgehen, höchstwahrscheinlich, weil der du bringt, wenn ich, wie es aussieht. Wenn ich Dendo jetzt noch dazu pack. Sieht man nicht so aus. Die zwei, nee, die kriege ich von du aus nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Und unseren heilige Bimbam. Kriege ich unseren heilige Bimbam so noch zustande? Nee. Nee, ach, der wird nix. Nee. Nee, der muss anscheinend so. Das ist das Logischste, denn so und so zu verbinden. Weil so kriegt man die Abfolge hier. Okay, jetzt nochmal Jesus. Manometer, das ist mal wieder so ganz tolles Rätsel hier. Drehen wir es da gerade mal um. Ja, bringt auch nichts. Okay. Ich bin mal wieder leicht ratlos. Ich bräuchte einen Tipp, glaube ich. Hier mache ich später weiter. Okay, hier macht er später weiter. Und wenn ich jetzt denn Quatsch doofer wurschtel. Das ist Moment. es nicht. Moment, Moment, Moment. Momente mal. Wenn ich, nee, Mist, den Kruscht muss ich so verbinden. Der muss so bleiben. Okay, und wenn ich jetzt Jesus nochmal weiter bewege. Nee, kann er auch nicht sein. Kann auch nicht sein, weil der bis dorthin verbindet. Alter Falter, ist das stressig. Nee. Das ist echt nervtötend gerade. Noch einmal gucken. Ist aber auch cool, dass hier das Licht unterbrochen ist dann. Du an deine Dinger kann ich auch nichts rumwurschteln, um die Radi irgendwie kleiner zu gestalten. Nee, nee. Das Gepfriemel wird auch nix. Wobei das eigentlich echt mies ist, weil die sind total nah beieinander. Das heißt, das müsste eigentlich so klappen. Moment, wir drehen die Geschichte jetzt nochmal um. Nee, so ist es noch wendiger. So klappt das noch wendiger. Wenn ich es so habe. Das müsste eigentlich funktionieren. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber der ist einfach zu weit. Der ist einfach zu weit entfernt. Und so kann ich ihn an. Nicht mal die weiteste Strecke kriege ich hier bei dem. Das ist echt scheiße. Genau. Das ist einfach scheiße gerade. Aber es reizt mich auch gerade, den Scheiß selber rauszufinden. So. Ich glaube, das ist falsch. Ach, sei still, mach's besser.
Darfst mir gern helfen dabei. Verdammte Scheiße. Es ist echt schwierig für mich gerade. Irgendeinen Tipp oder so? Ja, Hinweise gibt das Spiel auch nicht so schnell, finde ich. Okay, der Heilige schlag mich tot. Der Urheilige schlag mich tot. Der du passt aber auch nirgendwo anders. Wenn ich den so reit drehe, dann passt er hier nicht. Nee. Wenn ich den so reit drehe. Ah, so könnte er passen. Ah. Das ist es nicht. Halt's Maul. Das war jetzt Elmo etwas, was gepasst hat. Hör auf, mich zu kritisieren, Mann. Dann müsste der und der passen. Im Moment. Ja, ja, fast. Ja. Okay, sehr gut. Das stimmt. Herr Uff, Herr bloß Uff, egal was du sagst. Alles ist furchtbar und falsch, was du sagst. Und der du musst dort hier. Könnte das sein? Ja. Also. Okay, dann fehlt jetzt nur noch der heilige Bim Bam. Ja. Na Allah. Das war jetzt auch Rumfrickelei und ich die Sache an der Stelle mache ich jetzt auch einen Cut, ihr liebe Leid. Und wir sehen uns morgen wieder noch dem optionalen Gespräch. Sternbild aus. Ja, die Waage. Die Waage der Justitia. Trophäe erhalten in Kupfer. Schreib's dir auf. Okay, das gucken wir uns auch noch an. Waage. Der Mond stand angeblich in der Waage, als die Stadt Rom gegründet wurde und die Sonne durchlief das Sternzeichen Waage damals bei der Herbsttag- und Nachtgleicher. Also wurde sie mit Gleichgewicht und später mit Gerechtigkeit assoziiert. Aber warum wählte Avery dieses Symbol? Gut, das Rätsel versuchen wir morgen zu lösen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Let's Play Uncharted 4 A Thief's End Uf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.